Ich bin unterwegs zum Dani. Der Dani braucht die genauen Maße für die ganzen Teile, die wir einbauen. Wir fahren zum Daniel, bringen dem jetzt diese ganze Kiste, die hier hinten im Auto ist. Da sind die Glasplatten drin, die Studio-Rack-Geräte, die ganzen Taster, die Schalter. Oh, übrigens, es ist heute etwas gekommen. Das Päckchen aus China ist gekommen. Kevin und ich, wir hoffen auf jeden Fall sehr, dass in diesem Päckchen unsere Schalter sind, mit denen wir die PC starten. Marie ist auch schon hier. Aber sonst geht's dir gut. Sie ist geheimnisvoll verschlossen. Sie ist irgendwie speziell. Ganz einzig, eigenartig. Einfach es sind die Schalter. Ja, drei Stück. Wir haben ja drei PCs, das heißt, wir brauchen auch drei Schalter. Ich habe ihn mal ausgepackt, also wirklich cool. Gefällt mir sehr, finde ich super. Gut verpackt, also nicht billig. Carbon ist es natürlich nicht, ne? Es ist Alu und halt eine Carbonfolie drüber. Ja, sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus, also mir gefällt er auch echt gut. Er macht auch einen wirklich stabilen Eindruck und nicht so billig, obwohl er aus China kommt. Auf jeden Fall ein sehr schöner Schalter, also mir gefällt der auch wirklich gut. Ihr habt gesehen, Marie fand ihn auch total toll, die hat die ganze Zeit dran geschnuppert. Jetzt fahren wir rüber zum Daniel, bringen ihm mal die ganzen Geräte, dass er ausmessen kann und ein bisschen planen. Und ich nehme euch natürlich mit. Sie ist ein Mädchen aus der Großstadt, sie ist reich, sie zieht mich an. Doch kommt man ihr zu nahe, dann verbrennt man sich daran. Sie ist ein Mädchen aus der Großstadt, sie zieht mich in ihren Bann. Ich habe mich in mir verbissen, jetzt verzweifle ich daran. Wir sind da. Jetzt gehen wir rein und dann geht's ab. Ich habe sie gesehen, sie ist wunderschön. Sie hat lange